So. Hallo. Wollen wir den Vote auflösen? Was spielen wir jetzt? Ist die Frage. Drei waren Sachen waren zur Auswahl. Doom, FTL und World of Tanks. Und FTL hat mit 56% gewonnen. Alter, 27% hätte ich nicht gedacht zu World of Tanks. Das ist irgendwie ja hier bei euch eigentlich, dachte ich, nicht so gern gesehen. Auch in der Redaktion spielen das nur sehr, sehr wenige. Ist ja sehr beliebt, aber ich kenne nur wenige Leute, die das zocken. So, alles klar, FTL, Faster Than Light. Machen wir das mal. Und wer das nicht kennt, habe ich auch gerade schon die Frage gesehen im Chat, der wird jetzt eine Offenbarung sehen. Warte, ich muss mal ganz kurz auf Fullscreen machen. Fullscreen on. Frame Limit, ja. Colorblind Mode. Ganz kurz die Grafikeinstellung. Zack, dann gehe ich raus, starte das neu. Und dann haben wir es hoffentlich im Fullscreen. Und dann habt ihr, oh, seht ihr das wunderschön. Oh, seht ihr, was mit der Maus los ist? Das ist nicht so richtig. Wir müssen. Ich starte es nochmal neu. Das hat ja jetzt gerade nicht so richtig funktioniert. Ich habe da irgendwas versteckt. Ich mache mal nur Fullscreen Native. Nee, im Frame Limit liegt das nicht. Paul, glaube ich nicht. Ich mache jetzt mal einen anderen Stretch Mode. Gib mir eine Sekunde, vielleicht sind wir drin. Ich starte neu. Das sieht irgendwie besser aus. Und wir haben es gefixt. So, da ist es, meine Damen und Herren. FTL. So bleiben wir. Das lassen wir. Machen wir jetzt hier keine Faxen. Und New Game. Soll ich es nochmal erklären oder was? Das müssen wir auch nochmal voten. Wer kennt FTL und wer kennt's nicht? Können wir da noch ein Vote reinhauen, Paul? Wer kennt FTL? Ja? Nein? Kennt man oder kennt man nicht? Ich habe noch nichts freigespielt hier, ne? Wie braucht man die nicht mehr freispielen oder was? Ja, ist lang nicht mehr gespielt. Sehr, sehr lang nicht mehr gespielt. Früher hatte man nur dieses Anfangsschiff hier. Und musste die erst alle freispielen. Welches nehmen wir? Ja, das ist der Vote. Und zwar die Frage lautet, FTL, kennt ihr es ja oder kennt ihr es nicht? Dementsprechend würde ich dann nochmal ein bisschen was dazu erklären. Ansonsten zocken wir ein bisschen mit mehr Pace, ein bisschen mehr Speed. Hier kommen, welche nehmen wir die? Ja, ne? Wir nehmen das Raumschiff. Können wir uns am Anfang jetzt auswählen. Da sind ja nur Menschen drauf, oder was? Hier sind nämlich wenigstens noch Aliens. Wollen wir das nehmen? Das finde ich auch geil. Hier, die können ganz gut kämpfen. Und er hier ist, glaube ich, ein geiler Engineer, oder? Nee. Repair Speed ist doubled. Kann besser reparieren. Wir nehmen das Raumschiff. Das gefällt mir. Und enablen den Advanced Edition Content. Vergessen, was das nochmal war. Ist echt schon lange her, dass ich das gespielt habe. Und drücken auf Start. So, Vote bitte auflösen. Was sagt der Vote? Wie, ihr kennt, das stimmt doch was nicht. Ihr kennt nicht FTL? Okay. Ich kenne das. Wie fange ich an? FTL ist super gut. FTL, Roguelike im Weltraum. Alles, was passiert, zufällig generiert. Wir haben Raumschiff
und es ist jetzt unsere Aufgabe, dieses Raumschiff von einem Startsystem in ein Zielsystem zu navigieren. Wir werden verfolgt, weil wir haben, glaube ich, Pläne und böse Leute wollen diese Pläne uns wieder abjagen. Deswegen werden wir immer wieder weiter verfolgt, müssen immer weiter voran, aber auch nicht zu schnell, denn wir müssen auf diesem Weg versuchen, uns Vorteile zu erarbeiten. Immer mal wieder bei dem oder dem Planeten irgendwie anhalten, da kann was Gutes sein. Wir müssen unser Schiff verbessern und ich spiele am besten einfach mal los. Hier steht das Ganze. The data you carry is vital to the remaining Federation fleet. Ja, ist so ein bisschen auch ins Star Wars mäßig. Ne? Wir sind jetzt hier diese botanischen Spione und haben die Pläne zu irgendwas Wichtigem. Und das ist unser Raumschiff. Und hier diese Typen können wir hier managen. Super geil. Die sind jetzt auf diesen verschiedenen Räumen. Ich muss mich selber erstmal wieder reinfuchsen. Erst hier ist der Hauptsteuerraum. Wenn da keiner drin ist, ist nicht so gut mit Lenken. Das ist der Maschinenraum. Hier sind die Waffen. Das sind die Schilde. Hier Teleportation haben wir von Anfang an dabei bei diesem Raumschiff. Das ist immer anders, je nachdem, welches Raumschiff ihr wählt. Früher war das so, dass man die freispielen musste. Da hatte man immer so ein Standardraumschiff. Hier die Sauerstoffversorgung. Hier der Medbay. Hier können die Leute sich heilen. Hier sehen wir die vier Leute, die wir haben. Das sind Außerirdische. Vier von diesen Mantis-Man, so ähnlich wie so Gottesanbeterin. Die sind ganz gut im Dennis, Kampf, ja? Ich muss eins gestehen, das mit dem Boot, das stimmt eben nicht so ganz. Ja. Ich habe die alle nochmal einzeln ausgewertet und es war ungefähr 50-50. Okay, Paul sagt, er hat den Vote kaputt gemacht. Kannst du ein bisschen lauter reden und den Vote nochmal neu reinfeuern? Oder? Keine Ahnung. Ich meine, jetzt habe ich angefangen, das zu erklären. Jetzt machen wir das halbwegs. Wir haben noch Energie hier links über. Die müssen wir nicht auf die Systeme verteilen. Ich mache mal hier, dass wir alles ausgeben. So. Und die Waffen sind aber aus, deswegen, die brauchen wir, müssen aufgeladen werden. Momentan nur eine Energie auf der Superbomb, ne, wir machen das auf die Laser. Weil diese Bombs, seht ihr hier oben, da haben wir nur 16 Stück von. 10 Reparaturdinger, alles klar, ich würde sagen, wir legen los. Springen ins erste System, müssen hier hin. Können da nicht direkt, ihr seht, wir können immer nur so kleine Schritte gehen und von links kommen bald die bösen Jungs. Ich würde sagen, wir springen erstmal hier hin. Mal schauen, was passiert. Nearby Planet. Okay, nichts? Das ist sehr selten. Es passiert gar nichts. Hier sehen wir auch nochmal, hier können wir später upgraden für die Dinger hier oben. Haben wir noch nicht genug. So Crew, Equipment. Wir haben Augmentation. 25% schnellere Leute. Okay, springen wir ins nächste System. Aber ich würde sagen... Ja, ach komm, wir springen hier hin. Okay, was passiert als nächstes? Oh, scheiße. Gegnerisches Schiff. Pirate Rigger. Böse. Also, Pause drücken. Der greift mit diesen Drohnen an. Und wir haben ja jetzt noch nichts, deswegen, ja, sagen wir einfach mal schießen. Wir können uns auch sogar ein System auswählen, auf das wir schießen. Erstmal müssen wir die Schilde runterballern. Und ich würde sagen, dann ballern wir ihm die Waffen runter, oder? Oder die Schilde? Ja, die Schilde sollten wir ihm runterballern. Oder die Waffen. Oder die Schilde. Okay. Gehen wir auf die Waffen. Ja, unsere Schilde halten noch. Er greift nur mit der Drohne an. Gleich wird gefeuert. Oh shit, wir haben Schaden gekriegt. Wir haben auch gefeuert. Okay. Kacke, kacke, kacke. Hier, die Sauerstoffversorgung muss repariert werden. Da brennt es nämlich. Ich weiß nicht, vielleicht ist... Habe ich da einen Fehler gemacht? Feuer! Die Schilde, die... Ah, fuck, die gehen zu schnell hoch. Ich habe es lange nicht gespielt. Das läuft ja gar nicht gut. Wir müssen rüber beamen, oder? Wollen wir rüber beamen? Geht das, wenn die Schilde oben sind? Ist unser Teleporter an? Wir beamen gleich den Kollegen hier rüber.
Oh ja, geil. Jetzt haben wir ihm die Schilde abgeknallt. Jetzt gehen wir auf die Waffen. Wir brauchen nicht rüberbeamen. Wir müssen das Feuer löschen. Alter, die machen uns voll frisch. Das ist der erste Kampf. Wir kriegen voll Schaden. Seht ihr das hier oben? Okay, jetzt haben wir seine Waffensysteme abgeknallt. Jetzt ganz geil. Jetzt switche ich mal hier auf Basic Laser und wir schießen ihm den Rest zu Klump. Weiterhin auf die Schilde, dass die bloß nicht wieder hochkommen. Oh, das... Ey, Leute. Der erste Typ ist schon tot hier. Das ist ja richtig scheiße, was hier läuft. Wir müssen raus, wir müssen... Wo sind die Sauerstoffluken? Oh, shit. Wir müssen das Feuer löschen, indem wir die Sauerstoffluken öffnen. Ey, wie, da brennt's auch auf, wollt ihr mich, was ist denn das für ein Anfang? Läuft gar nicht gut. Auf die Schilde bitte. Sehr gut. Der andere Typ ist auch, och, Leute. Zwei Leute sind schon tot. Was war das denn für ein Start? Ich weiß nicht, ob es hier brennt. Deswegen mache ich hier mal auch die Luke auf, um hier eventuell das Feuer zu löschen. Und hier auch. Nur mal sicher. Wer weiß, ob es dabei brennt. Sauerstoffversorgung ist auch im Arsch. Mann, oh Mann. Schilde oben. Ach hier, das Autofire müssen wir mal anmachen. Deswegen. Ich raff nicht ganz, wieso er das Autofire mal ausmacht. Ey, jetzt ist... Ach. Wir sind im ersten Kampf gestorben. Was war das denn? Ich hab's halt lange nicht mehr gespielt, aber ich wüsste jetzt auch nicht, irgendwie ist das wirklich ein ziemlich schlecht. Es ist ja roguelike, das bedeutet, es ist zufällig. Und jetzt sind alle tot. Komm, restart. Ah, oh, so eine Scheiße. Vergessen wir das einfach. Ihr habt gesehen, das war wirklich gerade. Das war wirklich gerade irgendwie auch ein bisschen unglücklich. Also, wir springen. Neues Glück. Oh, hier. Hilfesignal. Also, neues Spiel gestartet. Alles auf Null. Oh, das Hilfesignal war eine Falle. Also, direkt auf Pause. Energie verteilen. Hier, auf die Waffen. Das ist aber ein Scheißschiff. Wir haben nur diesen Basic Laser. Und wenn der ein Schild hat, wie sollen wir das denn? Kommen wir da durch? Ballern wir mal hier das Schild runter, okay? Achtung, gleich wird gefeuert, wenn der Balken oben ist. Die Leute hacken hier alles. Unser Schild, oh nein. Ich muss direkt boarden, ne? Bei denen. Das Ding ist, dass bei diesem Raumschiff ist die Waffnung so schlecht, da kann ich gar nicht, wenn ich nur eine Energie habe für jeweils eine Waffe, komme ich gar nicht durch die Schilde durch. Bis die nächste durchgeladen ist, ich kann die gar nicht. Ich muss hier durch. Ich muss rüber beamen. Das ist der Trick. Okay. Jetzt habe ich die Schilde runtergeschossen, oder was? Oh, jetzt geht das doch. Rüber beamen. Zack, wir beamen rüber. Und zwar... Hier rein und verprügeln die Leute da drin. Der ist tot. Also geht der Kollege rüber, der geht hier hin. Sind hier noch Leute? Wenn wir die tot haben, haben wir nämlich auch gewonnen. So muss man das machen bei den Leuten. Okay, das wusste ich nicht.
Alles klar. Wir haben jemanden gefangen genommen, hier einen Menschen. Das ist ganz geil. Dann beamen wir uns wieder zurück. Was ist das Problem mit dem Rückbeam? Wieso geht das nicht? Oh, hier wird noch Feuer gelöscht. Oh, shit! Ist ja wieder alles am Brennen. Was soll das? Hier schnell Luft raus. Dass das Feuer sich so löscht. Brennt es noch irgendwo? Schnell das Schiff checken. Alles cool, alles cool. Brennt was? Nee, alles gut, oder? Das Feuer ist aus hier. Hier auch, okay. Dann schließen wir wieder die Luken, damit wir Sauerstoff wieder aufbauen. Der hier war der Fahrer. Der muss sich jetzt mal kurz heilen. Was mit den Jungs hier? Kann ich die bitte wieder rüber beamen? Wieso geht das nicht? Und irgendwas brennt hier noch. Hört ihr das? Ach shit, das ist noch nicht gelöscht. Löscht das gefälligst. Der darf nicht sterben. Das ist ja super hektisch. Okay. Bitte einmal alle durchheilen. Du warst der Fahrer. Und wie kommen die Leute jetzt zurück? Höre ich einfach noch Feuer? Scheiße, hier brennt das immer noch. Das löscht mal kurz der Kollege. Das klappt ja nicht so gut hier mit dem Feuer. Och Leute, wir machen das jetzt wieder anders. Wir machen hier... Ich kann mir vorstellen, dass das jetzt ein bisschen aussieht, als würde ich mich sehr, sehr dumm anstellen. Aber ich habe das garantiert echt, glaube ich, 2 Jahre nicht mehr gespielt, das Spiel. Und jetzt ziehen wir hier die Luft raus. Dann ist gleich das Feuer aus. Dumm ist natürlich, wenn die Räume auch dunkel sind, da sehe ich natürlich auch nicht was los. Aber jetzt höre ich kein Feuer mehr. Machen wir die Luken wieder zu, das heißt, Sauerstoff kann wieder rein. Das war der Fahrer. Du bist der Engineer bei den Schilden gewesen. Du warst der neue Kollege. Du kannst hier vorne mal kurz warten. Okay, so rum muss ich das machen. Ihr heilt euch kurz. Wir haben ordentlich Schaden gekriegt. Naja, okay, geht. Die sind geheilt. Wir brauchen einen im Waffenraum. Die darf man auch nicht vertauschen, weil die werden ja besser mit der Zeit. Und, er hier zum Beispiel. Nee, die sind noch nicht so richtig besser geworden. Alles klar, du bitte im Maschinenraum. Was war der Vorteil von Menschen nochmal? Wisst ihr das? Müssen wir mal ganz kurz gucken. Menschen kriegen ihre Skills schneller. Das seht ihr rechts oben. Verbessert. Er kann schneller reparieren und die sind einfach fürs Kämpfen ganz cool. Dafür können die nicht so gut reparieren. Reparieren ist auf jeden Fall hier bei den Schilden wichtig. Ohne Schilde sind wir am Arsch. Und du? Wie wär's, wenn du hier zu den Waffen gehst? Schneller Skill bei den Waffen, dann feuern wir besser. Das ist auch ziemlich wichtig, finde ich gut. Und wir brauchen ihn hier vorne vielleicht gleich zum Borden. Das hier wird unser Mara. Das wird unsere Battle-Tante. Okay, sieht gut aus. Wir haben es geschafft soweit. Alles repariert. Ich gucke noch mal kurz im Chat. Mensch an die Waffen. Ja, haben wir gemacht. Mensch ist an den Waffen. Und wir haben hier eine Enter-Crew. Würde ich am liebsten 2 Leute direkt hier als Enter-Crew haben. Und springen ins nächste System.
gehen wir hier runter. You recognize the ship as a well-known slave trader. Hails you and offers you laborers for cheap. Ja, wir könnten hier jetzt ein paar Sklaven kaufen, aber wir haben noch überhaupt keine Kohle. Es ist gerade mal die zweite Runde. Wir haben jetzt gerade mal 9 verdient. Für 43 könnten wir hier Sonntypen kaufen. Das sind, diese, sind das diese Rockmen, die weniger Feuerschaden kriegen oder wie das ist? Oder? Wollen wir die angreifen? Greifen wir an, ne? Rüberbeamen! Rüberbeamen! Wieso geht das nicht? Ach, der hat Super Shields. Oh nein! Der hat Super Shields. Das bedeutet, rüberbeamen geht nicht. Das heißt, wir sind wieder richtig am Arsch. Wir müssen ihm erst diese Shields runterballern. Oh, wow, 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 wow. Das sieht auch wieder gar nicht gut aus. Das habe ich alles vergessen. Hätte ich das vor kurzem gespielt? Oh, seht ihr, wie ich derbe Schaden kriege erstmal. Mann. Reparier das. Oh, da zieht er mir direkt durch. Triebwerk. Down. Schilde down. Komm, bau die Schilde wieder auf. Gleich haben wir seine... Komm, scheiß drauf. Enter Crew. Wie sieht's aus? Rüber mit euch. Super Shields sind down. Also beamen wir uns. Hier mal in die Mitte. Und ich mach mal das Autofire aus. Weil jetzt ist unser Plan, die Leute platt zu machen. Immer 2 gegen 1, das ist am besten. Ey, hier ist betäubt oder was? Ist das neu? Das scheint so. Irgendwie hat er keinen Bock. Dann lassen wir ihn mal den Kram reparieren. Oh. So, wir haben's. Alter, ist das super nervig. Schnell die Leute rüberholen. Die müssen sich mal schnell heilen. Dann wird hier fleißig repariert. Varnas, kannst du hier mal die Triebwerke da wieder heil machen? Und Mara, unsere super Kämpferin, hält sich bereit. Wir können doch nicht springen. Ist kaputt gerade unser Maschinenraum. Der Typ, der ist halt viel zu langsam zum Reparieren. Deswegen ziehe ich Chris hier mal kurz hoch und er hilft ihm. Ihr seht, er wird auch schon ein bisschen besser hier im Reparieren. Sein Skill steigt rapide an. Ah, alles gut. Wieder runter in die Schilde. Dann du vorne zum Schießraum. Ah, nee, gar nicht. Wir machen, so hatten wir das, ne? Ja, guck mal, langsam werden wir schlauer. Alles klar. Wir haben jetzt auch wieder Kram gekriegt. Jetzt können wir theoretisch unser Schiff verbessern. Aber es ist auch immer ganz gut, ein bisschen was auf... Speicher die Position. Das ist eine gute Idee. Wie macht man das nochmal? Hier, oder? Ja. Jawohl, genau. Alles klar. Danke für den Tipp. Player T00. Jones 89 sagt, er mag Kartoffelsalat. Hm. Oder ist das ein Name? Ah, okay. Guter Name. Aber ich mag auch Kartoffelsalat. Man ist gleich zum Transporter. Ja, das haben wir eigentlich. Beziehungsweise wir brauchen ja 2. Welchen soll ich da abziehen? Ich würde sagen den, ne? Der hat auch gleich zum Transporter. Hoffentlich beim nächsten Battle haben wir nicht jemanden mit Superschilden.
Das ist auch eine Spezialfähigkeit von dieser Schiffsklasse hier. So, Strom wieder auf die Waffen. Sollen wir ausgeben? Nee, wir... Was könnten wir denn holen? Wir könnten die Schilde verbessern, wir könnten die Waffen verbessern. Was bringt der Teleporter, wenn wir den verbessern? Das Cooldown. Ach, das brauchen wir nicht. Wir teleportieren eh nur einmal am Anfang zwei Leute. Wir müssen eigentlich für diese Situation uns vorbereiten, falls wir mal nicht mit dem Teleporter weit durchkommen. Habt ihr gerade gesehen bei Superschilden? Es wäre ganz cool, wenn wir beide unsere beider Waffen benutzen könnten. Also wenn ich hier Geld reingebe. So, dann haben wir hier nochmal Energie für die Waffen und können beide Systeme feuern. Alles klar, weiter geht's. Hier kommen die Gegner, aber ich will möglichst knapp beim Exit Point landen, um hier möglichst viel rauszuziehen. Alter, haben wir Schaden gekriegt hier links oben. Das sieht ja gar nicht gut aus. Egal. Fliegen dahin. Space Station under construction. Greetings. Die wollen, dass wir nachschauen, wo deren Konstruktionsmaterialien sind, die in so einem Frachtschiff irgendwo verschollen sind. Ja gut, helfen wir euch. Great. Danke. Die haben uns die Position markiert. Wir kriegen da auch Sachen geschenkt. Das hier ist wichtig für die Drohnen, wenn man die kontrollieren will. Das sind die Raketen und das ist, glaube ich, wie ist das? Treibstoff, ne? War das nicht so? Fuel, ja, ganz genau. Mehr können wir hier nicht tun. Springen wir zum nächsten System. Da ist die Quest, also bewegen wir uns mal in die Richtung. Wunder hier. Komm, bitte nichts Böses. Ja. Pirate. Die wollen wieder battlen. Also rüber beam. Sofort rüber beam. Rüber beam. Oh, jetzt verkloppen wir da diesen Rockman. Oh, das sind zwei Rockmen. Das kriegen wir hin. Oh, wir werden beschossen. Schilde halten. Oh nein. Laser zieht uns wieder derbe ab. Wird repariert von den Menschen da hinten. Wir machen die Rockman platt. Wie, was piept hier so hart? Oh nein. Oh, das ist ja gar nicht gut. Da sind drei Leute an Bord. Wir müssen die retten. Zurückbeamen. Zack, werden zurückgebeamt. Werden geheilt. Das Heilen geht recht schnell. Wir müssen eh hier auf den Cooldown warten. Deswegen warten wir kurz und verprügeln die gleich nochmal. Hab ich nicht eben gesagt, wir beamen nur einmal? Pustekuchen. Wenn da so viele Leute sind, klappt der Plan nicht. Zack, ab in den Teleporterraum. Die Schilde halten gerade noch. Und wir können teleportieren. Rüber wieder. Verkloppt die. So, jetzt haben wir es aber. Das ist das Gute. Deswegen ist das ja, also deswegen müssen wir auch mit dieser Fähigkeit des Teleportierens spielen, weil die Leute, die wir haben, diese Mantis, die Gottesanbeter Außerirdischen, die sind einfach gut im Kampf. Oh, die heilen sich hier, oder was? Das war ja mega dumm. Mega dumm. Zurückbeam. Heilen. Ja, seht ihr, das habe ich alles nicht bedacht. Hier, die sind natürlich schlau. Ich würde sagen, wir gehen mal hier auf den Laser und versuchen wenigstens ein bisschen hier reinzuballern. Zack. Gleich wieder rüber beamen. Ey, falls ich gleich wieder sterbe, nehmen wir ein ganz anderes Schiff. Also das mit dem Rüberbeamen ist wirklich schon eine spezielle Angelegenheit, die mir so überhaupt nicht gefällt gerade. Da muss ich erst wieder reinkommen. Und jetzt muss ich die battlen hier in ihrem... Das ist ja mega scheiße. Das klappt ja gar nicht. Seht ihr das? Ich kriege die gar nicht runter. Die sind... Ich meine, ich muss sie ja hier battlen. Wenn ich sie nicht hier battle... Komm, wir müssen wieder zurück. Das ist auch schon wieder alles. Läuft ja alles schief. Bomben gehen durch Schilde, ja.
probieren wir mal das. Aber irgendwie gebe ich die Hoffnung ja auch schon wieder fast aus. Kann man nicht angehen. Ja. Der Paul will Werbung machen. Es scheint leicht angetrunken zu sein, seinem Lallen nachzuurteilen. Den Fight machen wir noch kurz zu Ende, oder? Oh, Critical Hit. Ey, Leute, scheiß drauf. Ich hab da kein... Das ist doch total doof. Mit dem Schiff. Guck mal, wir sind fast im Arsch. Wir gehen kurz in die Werbung. Beziehungsweise... Wir gehen down, ja. Seht ihr das? Das können wir vergessen. Wenn ein Spiel so startet, würde ich sagen, starten wir neu, aber mit einem anderen Schiff, okay? Also, ab in die Werbung, wir sehen uns gleich wieder und dann in einem richtig guten Raumschiff. Mal was Anständiges.